Servus, ich bin der Viktor, bin 26, viele von euch kennen mich aus der Blockhalle in Halle Bamberg. Ich bin Klettertrainer für die kleinen Kinder und auch für die Jugendlichen, bin auch gelernter Sport- und Gesundheitstrainer, bin auch Personal Trainer und möchte euch heute ein paar kleine Übungen zeigen, die ihr in eurer Freizeit ganz einfach anwenden könnt. Ich möchte gar nicht lange rumreden, fangen wir gleich an. Die erste Übung sind ganz normale Liegestützen. Achtet bitte darauf, dass eure Arme bzw. eure Hände schulterbreit stehen und dass ihr schön gleichmäßig nach oben und nach unten geht. Eine weitere Übung wären die vereinfachten Liegestützen. Dafür könnt ihr euch einfach einen Hocker oder eine Couch oder jede andere Erhöhung einfach suchen. Lehnt euch einfach an diese Erhöhung an und macht ebenfalls genau die gleichen Liegestützen wie davor. Ihr könnt dazu zum Beispiel einen Ball nehmen oder einen Untergrund oder ein Material, was etwas beweglicher ist. Ihr stützt euch darauf auf und macht ebenfalls eure Liegestütze. Achtet bitte darauf, dass eure Schultern immer schön tief sind und dass ihr eure Arme nicht ganz streckt. So, als nächstes werden wir etwas Bauch trainieren. Wir fangen mit den seitlichen Bauchmuskeln an. Ganz einfach. Wir lassen die Füße auf dem Boden stehen, Rücken gerade, ungefähr in 45 Grad Position halten und dann einfach die Arme oder wenn ihr ein Hilfsmittel habt, wie zum Beispiel einen Ball, eine Rolle, eine Flasche, immer auf den Boden aufsetzen, zur Mitte wieder zurückkehren und wieder auf den Boden aufsetzen. Ebenfalls hierfür habe ich mir zwei Methoden gedacht, einmal eine leichte und einmal eine etwas schwerere Methode. Die nächste Übung ist für unseren unteren Rücken. Dabei legen wir uns mit unserer Brust flach auf den Boden, versuchen unsere Fußspitzen aufzustellen. Wir können sie natürlich aber auch einfach hinlegen. Das überlasse ich natürlich vollkommen euch, je nachdem wie ich dabei fühlt. Hände nach hinten und einmal den Oberkörper hochheben. Und zuletzt machen wir die gleiche Übung nochmals, jedoch nehmen wir die hintere Schulter dieses Mal mit und ziehen unsere Arme beim nach oben gehen mit zurück. Pff.